Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen OMSI 2 Repaint Tutorial. Im letzten Video auf meinem Kanal habe ich ja den Neoplan N4421 ein bisschen genauer vorgestellt und heute soll es mal darum gehen, den Bus zu repainten. Ich habe mir hier das Erfurter Repaint rausgesucht und habe da mal zwei Bilder so rechts, links. Eine Heckansicht wäre noch ganz interessant, aber doch, hier haben wir sowas. Okay, naja, der Grundsatz ist zu erkennen. Also hier ein roter Streifen und die Säulen auch. Also grundsätzlich sollte das machbar sein. Ja, wie kommen wir jetzt dazu, den Bus zu repainten? Also ich bin mal hier in OMSI 2, Vehicles, Neoplan N4421, Texture. Und dann Werbung N4421. Und dieser Ordner, ja, der hat hier schon mal so ein paar Repaints drin, aber wer versucht die zu öffnen? Ja, man kann nicht wirklich was erkennen. Wir können hier mal, das soll Festische sein. Dann können wir hier mit dem Effekt und unter Color Alpha to 255 können wir uns das Repaint jetzt so schon mal angucken. Aber ja, damit können wir nichts anfangen. Das brauchen wir nicht speichern. Wer übrigens nicht weiß, wie Alpha to 225 funktioniert, da müsste jetzt hier in der Ecke oben rechts das kleine i sein, was euch verrät, in welchem Video das gezeigt wird. Und das i brauchen wir gleich nochmal. Und zwar müssen wir in unser Download-Archiv gehen, also was wir hier runtergeladen haben, den Neoplan. Und hier haben wir einmal, müssen wir ein Stück zurückgehen. Das sind die Dateien, die man sieht, wenn man das Archiv öffnet. Dann gibt es hier einmal Dateien für Entwickler. Blender brauchen wir nicht, wir brauchen die Paint-Templates. Und dann gibt es hier direkt einen Link zum PSD-Plugin oder auch jetzt nochmal aufs i geklickt. Und dann kommt ihr zu dem Video, wo ich das PSD-Plugin zeige, wie das installiert wird. Und jetzt brauchen wir praktisch diese und diese Datei, einmal für den Vorläufer und einmal für den Trailer. Und machen wir erstmal hier einen neuen Ordner, neuer Ordner. Und den nennen wir jetzt Erfurt. Ich kann es auch groß schreiben, ne? Und in den Ordner Erfurt packen wir jetzt diese beiden Dateien. Und den nennen wir auch gleich T. Erfurt. Nee, Erfurt. So. Und das ist schon wieder klein. So. Dann, ja, können wir jetzt die beiden Dateien mal aufmachen. Und ich denke mal, wir fangen mit dem Vorläufer an und gucken mal, was wir hier brauchen. Also hier werden eine ganze Reihe Ebenen mitgeliefert, die wir eigentlich alle, ja, wahrscheinlich gar nicht so brauchen werden. Das hier ist zum Beispiel ganz interessant, das UV-Mesh. Da sind dann hier die Linien drauf, so wie die Flächen im 3D-Modell sind, wie die Flächen dort unterteilt sind. Wer nicht weiß, wie diese Zeichnungen erstellt werden, habe ich auch ein Video zu gemacht. So, das sind ja alles ausgeblendete Ebenen. Background. Okay. Und um jetzt vernünftig Repaints erstellen zu können, müssen wir hier auf die Body-Ebene und dann einmal mit Doppelklick drauf und hier wieder auf Multiplizieren stellen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit auf der Ebene Background. Ich prüfe das jetzt einmal hier mit dem Pinsel. Jawohl, hier können wir jetzt vernünftig repainten. Dann brauchen wir jetzt noch die Farben und ich habe jetzt mal dieses Logo gegoogelt, aber irgendwie mit der Farbe bin ich überhaupt nicht einverstanden, weil die einfach nicht so aussieht wie auf dem Bus. Das ist viel dunkler, auch wenn es jetzt, also hier ist zwar eine dunklere Tageszeit, aber selbst hier ist die Farbe eigentlich viel dunkler. Aber ich werde die trotzdem mal hier reinkopieren. Und hier sehen wir schon, die ist einfach viel zu hell.
Die habe ich jetzt mal hier mit der Pipette genommen und dann gucken wir mal, ob wir die Farbe halbwegs so hinkriegen. Also ich hätte jetzt gesagt, so sollte sie schon werden. Dann können wir uns hier das Zeichentool nehmen und da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt die Streifen hinzeichnen. Also hier vorne, so knapp unter dieser Kante lang. Das müssen wir mal als erstes finden. Hier. Dann sind hier die Scheinwerfer. Die sind genau mit drin. Also müssen wir jetzt praktisch hier so mit Fülleffekt lang zeichnen. Oben ein bisschen Platz lassen. Und dann mache ich das hier unten genauso dicht dran. Also damit bin ich schon ganz zufrieden. Hier können wir natürlich, ja, können wir übermalen, müssen wir nicht. Das dürfte eigentlich nicht großartig stören. Jetzt ziehe ich das hier einfach mal so weiter, dass wir hier wenigstens die Höhe richtig haben. Und hier aus dem Fenster schneide ich es einfach wieder aus mit Entfernen. Und hier auch. Ist hier noch irgendwas? Nö. Also ich würde sagen, hier haben wir jetzt schon mal die richtige Höhe. Und dann kopiere ich mir das mal hier so, dass wir genau hier unten an der Kante ansetzen. Und jetzt kopiere ich mir das Stück hier und füge das hier ein. Wo ist es hin? Da. Und jetzt setzen wir das auch einfach wieder so an, dass es richtig an der Kante ist. So, das sieht gut aus. Und das können wir jetzt einfach hier wieder breit ziehen. Können überstehen, muss aber nicht. So, jetzt haben wir schon mal die erste Linie hier so ein bisschen richtig angezeigt, aufgemalt. Was haben wir denn hier noch? Direkt unter der Fensterkante ist auch nochmal ein Streifen, der ist aber nur halb so breit. Also nehmen wir uns hier mal den Streifen und nehmen nur die Hälfte. Das ist die Hälfte. Und fügen den mal hier unterm Fenster ein. Vorteil ist, dass die Fahrzeuge relativ gerade gebaut wurden, alle ohne irgendwelche großen Verschnörkelungen. Dadurch kann man das hier auch schön alles gerade lang ziehen. Und zack. Also hier könnte ich das jetzt mal bis dahin ziehen. So, das können wir jetzt wieder ein bisschen kürzer machen. Macht manchmal auch gar nichts, wenn irgendwo mal ein Fleckchen weiß bleibt oder so, denn in echt sind die Repaints bzw. die Folierungen auch nicht immer hundertprozentig. Das heißt, das macht eigentlich gar nichts. Ich mache das jetzt immer trotzdem weg, weil es stört mich ein bisschen. Dann müssen wir jetzt noch diese Kante hier rot machen. Da füge ich das Teil jetzt hier auch einfach nochmal ein. Ach so, das können wir einfach rüberschieben. Also, jetzt müssen wir dahin. Und dann können wir auch das hier einfügen. Dann haben wir den Vorderwagen eigentlich schon fast fertig. Ich gucke nochmal. Hier, diese Linie fehlt uns noch und die beiden Schrägen. Jetzt ist natürlich hier wieder die Frage, wie groß machen wir das, beziehungsweise wo malen wir das hin? Und ich würde sagen, das können wir direkt hier über die Body-Ebene, also ich würde es ungern auf die Body-Ebene zeichnen, deshalb machen wir es einfach mal hier drüber. Jetzt ist die Folie dort natürlich ein bisschen heller, aber das, da können wir jetzt, also man könnte das noch anpassen. Ich probiere das mal. Können wir jetzt
Achso, ich nehme einfach mal auf der Background-Ebene die Farbe auch als Sekundärfarbe. Dann gehen wir hier wieder auf die Ebenengruppe Repainting. Und dann malen wir jetzt mit der Sekundärfarbe hier hin. Also mit Rechtsklick gedrückt halten sozusagen. Ich lasse mal hier eine Trennkante, oder? Ne, ich ziehe das mal hier erstmal direkt rüber. Was ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Und hier vorne, ups, lassen wir mal so ein bisschen so stehen. Weil das wird ja nicht ganz bis dahin gezeichnet. So, und jetzt müssen wir hier die Sekundärfarbe auswählen und so lange dunkler machen, bis wir eigentlich keinen Übergang mehr sehen. So ungefähr. Ja. Jetzt würde ich das aber trotzdem gerne so machen, dass man hier so eine kleine Trennkante drin hat. So wie wir es hier oben auch haben. So, und jetzt können wir hier mit der Sekundärfarbe auch auf dieses Fenster hier malen. Und halt immer dran denken oder nochmal nachprüfen, ob man wirklich auf der richtigen Ebene ist. So. Und so. Ich denke, das sollte passen. Jetzt brauchen wir noch die schrägen Streifen. Die machen wir auch wieder auf die Background-Ebene. Ja, gucken wir uns mal an, wie die gemalt sind. Ah, die sind beide ungefähr so. Ja, das kriegen wir hin. Ups, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Also der eine ist so dick. Ich zeichne das jetzt erstmal hier ins Fenster rein. Das können wir, verschieben wir gleich später nochmal. So, ne? Und der andere. Der ist ungefähr so dick. Da ist er. Ich habe jetzt zum Drehen die Shift-Taste gedrückt gehalten, damit die beim Drehen einrasten und ich beide gleich oder gleichmäßig gedreht bekomme. So, dann kopieren wir uns das mal und fügen das mal hier ein. Ah, ist die Stärke der Linien. Könnte ein bisschen dünner, ne? Ich würde sagen, wenn wir das jetzt so kleiner ziehen, dann ist hier der Neoplan-Schriftzug. Und geht direkt bis an die Kante. Ich würde sagen, so können wir das lassen. Das hier, das war jetzt bloß Hilfsmaterial, das können wir einfach wieder wegnehmen, damit das da nicht irgendwie im Weg rumfliegt. Gut, da müssen wir jetzt hier noch EVAG hinschreiben. Dieses erste E, also das mit den, kann ich da ranzoomen? Nee, nicht wirklich. Na, Google wieder. Also das, erste E, das kriege ich nicht irgendwie nachgebaut. Wir schreiben hier einfach nur EVAG hin. Das muss fürs Tutorial reichen. Also verwenden wir mal sowas wie Arial. Ne, nicht Arial Black. Arial. Bisschen größer. EVAG. Ah, können wir sogar inklusiv setzen. Und das fett machen. Und dann können wir es noch ein bisschen größer machen. Beziehungsweise eigentlich kann es. Oh, mal 40. Könnte sogar noch kleiner, ne? Kann es doch 38 lassen. Ne, 36. Ja. Ich mache mal noch ein E davor, weil es ist ja. Es ist ja praktisch ein E, was davor ist. Oder es ist. Es sieht so ein bisschen aus wie ein. Ne, ein Eurozeichen machen wir lieber nicht. Machen wir lieber ein E. Das kommt dem am nächsten. Bevor wir jetzt hier lange dran rumdoktern.
Ja, dann ist eigentlich jetzt Zeit für den Nachläufer. Einen Erdgastank haben wir ja nicht. Die Dachkante haben wir gemacht, die beiden Linien, die hier vorne, die schrägen. Und jetzt machen wir den Nachläufer. Mal gucken, die sind hier. Wie war das jetzt? Kopieren wir das jetzt einfach mal von hier. Müssen wir wieder dran denken, dass wir hier auf der Background-Ebene sind und auch, dass wir hier auf die Background-Ebene gehen und vorher in der Body-Ebene wieder multiplizieren einstellen. So, und leider hat, ups, auf der Background-Ebene einfügen und leider hat der Ersteller das nicht geschafft, dass wenigstens die beiden Texturen halbwegs gleich gemacht sind. Achso, ich kann das ja so groß ziehen. Und nach hier. Und dann fügen wir das nochmal ein. Und ich versuche gar nicht, ob das hier passt. Ich füge das einfach direkt hier so ein. Zack, bis dahin. Aber jetzt kopiere ich das mal und füge das hier ein, damit wir hier die richtigen Höhen haben. Dass wenigstens das hier einheitlich aussieht. Ich hoffe, dass das trotzdem insgesamt zusammenpasst. So, dann brauchen wir wieder. Ein Glück, wir haben die andere Farbe noch als Sekundärfarbe. Dann können wir nämlich hier wieder auf die Body-Ebene gehen und zeichnen hier mit Rechtsklick. Nee. Erstmal die Auswahl aufheben, ganz wichtig. Zeichnen dann hier mit Rechtsklick wieder diesen Bereich, wo das, die Beklebung hier auf der Fensterebene sozusagen ist. Bis kurz vorm Ende. Und hier unten, nein, das ist hinten. Hier machen wir es genauso. Ups. Einmal die Auswahl aufheben. So. Ups. Es läuft heute nicht so gut. So, und hier lassen wir auch wieder so eine Trennlinie frei. Dann haben wir das. Hier oben die Dachkante fehlt noch. Die können wir wieder auf der Background-Ebene zeichnen. Mit dem Zeichenwerkzeug natürlich. Und die ziehen wir jetzt einfach nach rechts. So. Und hier oben auch. Ups, das war schon zu weit. So. Dann haben wir hier eigentlich auch schon fast alles fertig. Wir gucken mal. Nee. Hier hat man die Heckansicht. Da kommt der Streifen einfach weiter rum. Von der Seite gibt es eigentlich nichts mehr zu tun und von der Seite auch nicht. Also nur noch der Streifen hier. Ach, die Holme, also die XYZ-Säule. Das muss noch. Das bleibt schwarz, aber hier dieser ganze Bereich, der muss praktisch jetzt noch rot gemacht werden. Das passt leider hier nicht von den Ebenen, glaube ich. Also von den Höhen. Ah, doch, doch, es könnte passen. Ich versuche das einfach mal hier anzusetzen. Immer daran denken, dass wir hier auf der Background-Ebene bleiben. Jetzt, ups. Jetzt ziehen wir das mal hier nach rechts. Und damit ich es hier nicht rauslöschen muss, setze ich hier einfach mal nach. Ich denke, dass das passt. Das passt. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie weit diese Säule, ah, die ist bis hier runter gezeichnet. Also können wir das auch bis hier. Hier oben muss es natürlich nicht überstehen. Kann, muss aber nicht. Dann gucken wir jetzt nochmal hier nach. Ja, bis da unten. Und dann dieser ganze Bereich hier praktisch um die Motorklappe, wenn man so will.
Machen wir es mal bis dahin. Jetzt müssen wir es hier ein bisschen vorsichtig ausmalen. Kann der Pinsel ruhig ein bisschen größer sein. Das macht eigentlich auch hier nichts, wenn wir da übermalen. Hier macht das schon eher was, wenn wir übermalen. Also ein bisschen sachter. Das war nicht gut. Das ist besser. Beziehungsweise wir sollten das eigentlich lieber. Nee. Das ist blöd gemacht jetzt auf dieser Textur. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Dann kopieren wir uns diesen Bereich, damit wir es hier nicht nochmal zeichnen brauchen. Und sagen wir STRG N. Machen ein neues Bild. Einfügen. Ebene oder Bild, ist egal. Bild horizontal spiegeln. Dann können wir das hier wieder mit STRG A und STRG C kopieren. Und gehen hier auf unseren Trailer und fügen es hier ein. Da müssen wir das jetzt nur noch so hinsetzen, dass es wieder überall passt. Das sieht gut aus. Dann haben wir uns diese Seite schon mal ein bisschen leichter gemacht. Fange ich wieder von hier oben an. Bis dahin. Und bis hier über den über den Rücklichtern. Dann haben wir das auch. Jetzt können wir noch mal gucken, ob da noch irgendwas steht. Ne, unten steht nur Neoplan, oben steht eine Wagennummer. Eine Wagennummer können wir uns hier noch eine raussuchen bestimmt. 509. Oh, der hat keine. Der hat 509. Oh, der hat auch Kennzeichen 509. Das dürfte passen. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal hier die 509. Und hier auf dem Bild könnte man das sehen. Die steht also hier in weiß. Und vorne, wir fangen mal vorne an. Vorne steht sie hier. 509. Natürlich. Erst die Auswahl aufheben. 509, nicht kursiv, aber fett. Oder? Nee, auch nicht fett, dafür ein bisschen größer. Die mache ich jetzt mal 48. Die kommt dahin. Und hier hinten kommt sie hin. Da machen wir auf der Sekundärfarbe jetzt aber weiß. Und klicken jetzt hier mit rechts. Nee, das geht gar nicht. Einmal die Farben getauscht und dann hier 509. Beziehungsweise, ja doch, das sollte so passen. So, dann ist der Malteil auch nach ewigen Zeiten endlich mal abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme jetzt schon läuft, aber lange genug. Ah, da, 25 Minuten. Also können wir das hier speichern. Okay. Speichern, 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 speichern. Jawohl. Und das auch einfach mal speichern. Speichern, speichern, speichern. Okay. Das können wir hier oben schließen. Das können wir auch schließen. Das brauchen wir alles nicht mehr. So, jetzt kann Omsi noch nichts mit den Photoshop-Dateien anfangen. Ich mache mal hier Ansicht große Symbole. Ne, gibt es gar keine Vorschau. Jedenfalls PSD-Dateien kann Omsi nicht gebrauchen. Also müssen wir das jetzt als TGA-Dateien speichern. Dazu nicht mit STRG S, sondern Datei und Speichern unter. Hier einmal TGA auswählen, speichern, okay, zusammenfassen. Wichtig ist, dass wir vorher die PSD-Dateien einmal gespeichert haben, damit wir später nochmal was ändern können. Nicht GIF, sondern TGA. TGA. Okay. Zusammenfassen. Jetzt wird alles zusammengefasst. Und dann brauchen wir in diesen Dateien hier nichts mehr bearbeiten. Wenn wir jetzt wieder was bearbeiten wollen, gehen wir hier in den Ordner und öffnen wieder die PSD-Dateien und speichern die einmal als PSD und danach wieder als TGA. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Dateien und jetzt können wir hier uns einfach mal die Neutral-CTI kopieren und nennen die Erfurt. Na, auch groß. Irgendwie habe ich es heute mit Erfurt. So.
Die können alle weg. Da muss Erfurt. Das kopieren wir und fügen das da ein. Hier können wir jetzt natürlich noch bei Modellbusse schreiben. Und Erfurt Repaint. Gut. Wo haben wir das gespeichert? In Erfurt. Beziehungsweise das hatte ich ja noch im Zwischenspeicher. Und die heißen dann T-Erfurt und V-Erfurt, bin ich der Meinung. Ja. V-Erfurt und T-Erfurt. Wenn wir das jetzt alles gemacht haben, gespeichert haben, nochmal geguckt haben, dass wirklich alle Formate passen, also hier TGA eingetragen ist und auch hier TGA als Endung steht, dann können wir jetzt OMSI starten. So, und da steht da der Neoplan N4421 in der Erfurt-Lackierung. Und hier fehlt natürlich das Neoplan-Logo, aber das können wir ja nicht ändern, beziehungsweise man könnte es hier irgendwie drauf repainten, aber ja. Ich würde es halt schöner finden, wenn das hier ausmodelliert wäre. Ansonsten ist, glaube ich, unser Repaint ganz gut gelungen. Von hinten sieht es ein bisschen komisch aus, dass hier noch weiß drüber ist, aber das muss so, weil hier ist nämlich die Trennkante. Da ist die Trennkante. Also ich habe genau bis dahin. Hier haben wir die 509. Hier ist die 509 überstimmt worden von der Umsiewagennummer. Und irgendwo gibt es die hier. Nee, die gibt es sonst nur vorne. Okay. Aber an sich, das Repaint ist gelungen. Alle Übergänge passen. Hier auch. Es könnte ein bisschen niedriger sein. Aber gut. Repaint gelungen. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Und viel Spaß beim selber Repainten. Und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss.